Grüß euch Leute, ich bin weiterhin auf Scout-Tour und suche nach Schlafmöglichkeiten über den Winter. Und ich glaube, jetzt habe ich so meinen Sektenplatz gefunden, den ich ansteuern kann. Und es ist echt total klasse hier oben. Ich mache gleich nochmal einen Rundumschwenk, dass ihr euch das schon mal anschauen könnt. Ja, was gibt es heute in meiner Küche? Heute trifft die japanische Aubergine auf den German Allrounder. Wenn ihr Lust habt und wissen wollt, was das ist, dann bleibt einfach dabei. Und wenn nicht, dann zerstreut auf YouTube. Bis denn. Tschüss. Bevor wir kochen, gibt es erstmal ein leckeres Käffchen. So wie beim Carlos. Lecker, lecker. Diesmal wieder mit dem Teefilter gemacht. Geht echt super. Ah, oh, herrlich, ja. Ich freue mich schon, wenn ich hier einen Overnighter mache. So, dann fangen wir mal an zu kochen. Wir fangen an mit der Zwiebel. Das geht immer relativ simpel. Diesmal habe ich mein Opinel Nummer 10 mit dabei, ebenfalls Inox. So, ziehen wir gleich auf. Das gleiche mit der anderen auch. Eine kleine Zucchini. Ups, bleibt sowohl hier. So, dann haben wir die Zucchini auch bei der Zwiebel dabei. Und dann geht's weiter im Programm. Als nächstes kommen, trara, die japanischen Auberginen da rein. So, jetzt machen wir uns die Auberginen schön klein. Kann man auch schön in Scheiben schneiden, wie wir sehen. Jo, ich glaube, da reicht eine vollkommen aus. Ist ja schön, dann kann man sich das nochmal kochen. So, und jetzt kommen da noch Tomaten rein. Zeitlich nicht vergessen, mal umzurühren, damit euch das nicht unten anbrennt, aber die Tomaten sorgen dafür, dass ordentlich Flüssigkeit da nach unten kommt und das dann auch wirklich vor sich hin köchelt. Oh, das duftet jetzt schon super, super, super lecker. So, aber es muss noch ein bisschen, ne? Das ist noch nicht ganz gar. Ja, und während mein Essen vor sich hin köchelt, habe ich schon mal den German Allrounder rausgeholt. Dieses kleine Gewürzpäckchen habe ich heute im Regal gesehen. Da dachte ich, ach komm, das nimmst du mit. Ein Stück deutscher Heimat im deutschen Heimatwald. Übrigens bin ich das nicht, der da drauf ist. Ne? Sieht alles super aus. Gut durch. Und jetzt kommt unser Gewürz, der German Allrounder.
Ja, da ist noch so ein extra Päckchen drin, das mache ich mal jetzt hier ab. So. Ich weiß auch nicht, wie viel man davon nehmen soll. Also ich denke mal, die ganze Packung packe ich da jetzt nicht rein. Ich habe auch noch eigene Gewürze mit. Ich lasse jetzt erstmal hier bei und rühre das gut um. Vielleicht muss da auch noch ein bisschen mehr Salz dran. Aber das kann man immer noch machen, ne? Ich glaube, ich tue da doch noch ein bisschen dran. So. Ein leckeres Gemüsegericht. Ja, und jetzt rühre ich mir noch ein bisschen vom Uncle Bens Reis unter. Basmati Jasmin Reis. Und dann gibt es ein richtiges, vollwertiges, selbstgekochtes, gesundes Gericht. Da stelle ich jetzt gleich noch mal ein bisschen auf die Flamme, dass der Reis auch noch ein bisschen warm wird. Und dann lasse ich es mir gut gehen. Mein Gericht ist fertig. Ich probiere mal, weil ich jetzt wirklich nicht weiß, ob nicht noch etwas mehr an Gewürz dran muss. Ja, ich glaube, da muss noch so ein bisschen mehr von dem Gewürz rein. Ich mache jetzt mal die ganze Packung, weil ich es immer schön gewürzig mag. Ja, und jetzt lasse ich es mir gut gehen. Die Gewürze vermenge ich jetzt nochmal. Oh, herrlich, das duftet, Leute, es duftet. Und wenn ihr Lust habt, dann kocht das mal auf eurer nächsten Tour nach. Das ist eine Portion, die reicht locker für zwei Leute, aber ich habe heute richtig Kohldampf. Leute, das schmeckt absolute Sahne, echt absolute Sahne. Manchmal habe ich so richtig Hunger auf Gemüse, manchmal habe ich Hunger auf Fleisch. Aber ist ja wurscht, man kann das ja kombinieren, wie man möchte. Man kann sicherlich auch da Fleisch reinmachen. Aber heute hatte ich Bock auf Gemüse und es ist ein super Gewürz, das nehme ich jetzt öfters mit. So, ja, ich denke, an dieser Stelle schalte ich mal ganz kurz ab und esse das auf und wir sehen uns dann gleich nochmal zum Schluss. Bis gleich. So, ich bin startbereit und würde mich an dieser Stelle gerne von euch verabschieden. Kurz noch die Hände sauber machen. Ja, so ein bisschen Quatschlotion auf die Hände ist immer ganz gut. Für die Hosentasche kann ich empfehlen, vor allen Dingen, wenn man Zwiebeln verarbeitet hat. Und dann fließen sie mit diesen Fingern dann ans Handy oder an den Motorrad oder sonst wo dran. Ist nicht so schön, deswegen habe ich das mal ganz gerne. Ich wünsche euch alles Gute und wenn ihr Lust habt, dann schaltet wieder ein in einen meiner nächsten Videos oder in ein anderes Video. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und ja, ich schalte jetzt einfach mal aus und mache mich auf den Heimweg. Bis denn, tschüss!